Ab 50, also wenn man die überschreitet, dann muss man umfassende Schutzmaßnahmen ergreifen, weil man davon ausgehen muss, dass wir in ein exponentielles Wachstum kommen und damit dann auch eines Tages in die Überlastung unseres Gesundheitssystems. Und unterhalb von 50 gibt es noch die Zahl 35. Das ist sozusagen eine Vorsichtszahl, ab der man schon erste Schutzmaßnahmen machen soll. Oder im Umkehrschluss, wenn man sie unterschreitet, darf man wieder an größere Öffnungsschritte denken. Ich will gar nicht drum herum reden. Es gibt eine Enttäuschung. Und vielleicht hat diese Enttäuschung etwas damit zu tun, dass ich es erstmal faszinierend fand, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben nach weniger als einem Jahr. Das ist eine Riesenleistung. Damit konnte man nicht rechnen. Und dann wir nicht ausreichend darauf hingewiesen haben, dass am Anfang nicht für jeden gleich der Impfstoff da ist. Man hat sehr große Zentren gebaut. Die Erwartung war da, im März werden diese Zentren ausgelastet sein, Ende März, April. Da werden wir Mühe haben, alles zu verimpfen. Aber die ersten Wochen sind jetzt knapp. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.